Am denkmalgeschützten Leonardo Campus wird der zukünftige Science Boulevard beginnen. Dieser wird zum Rückgrat der Hochschullandschaft in Münsters Westen. Die weitläufigen Bereiche entlang des Horstbacher Landwegs sind Ausbildungsgelände der Sportwissenschaften. Hier liegt auch die Heimat des Hochschulsports für alle Studierenden. Direkt benachbart finden sich auch zahlreiche Wohngelegenheiten des Studierendenwerks, zum Beispiel am Rudolf-Harbig-Weg. Rechts der Korrenzstraße, die hier beginnt, liegt der Grünzug des Annette-von-Droste-Hülshoff-Parks entlang des Kinderbachs. Er zieht sich nach Westen in die offene Münsterländer Landschaft. Der Technologiehof mit seinen drei markanten silbernen Würfeln ist ein Gründungszentrum, das schon seit fast zwei Jahrzehnten auf die Nähe zu den Hochschulen setzt. Dahinter entwickelt sich der Wissenschaftspark mit neuen hochschulnahen Forschungseinrichtungen wie dem Backsteingebäude des Multiscale Imaging Center MIC. Das markante kreuzförmige FH-Zentrum und das naturwissenschaftliche Zentrum der WWU bilden den ältesten Teil in diesem Bereich. Man sieht noch deutlich die Entstehungszeit des Zentrums in den 1960er und 70er Jahren. Die heute kaum genutzte, breit ausgebaute Apfelstädtstraße und die zahlreichen Parkplätze zwischen den Gebäuden sind Kinder ihrer Zeit. Chemie und Pharmazie sind bereits großenteils neu aufgestellt. Weitere Gebäude der Naturwissenschaften müssen in den nächsten Jahren komplett ersetzt werden. Sie beherbergen umfangreiche Technik und Labors mit laufenden Versuchsreihen. Umzüge und Neueinrichtungen müssen sorgfältig geplant werden. Auch die Psychologie an der Fliebnerstraße muss neu aufgestellt werden. Das Coesfelder Kreuz markiert ursprünglich die Station eines alten Prozessionswegs. Heute bezeichnet es auch eine vielbefahrene Haltestelle und Kreuzung. Es bildet den Schnittpunkt zum Bereich des Universitätsklinikums. Auf der langjährigen Brach- und Parkplatzfläche am Coesfelder Kreuz wird gerade die Zukunft der Universitätsmedizin gebaut. Hier entstehen das medizinische Forschungszentrum MedForce sowie das Body and Brain Institut, in dem Zusammenhänge physischer und psychischer Gesundheit integriert untersucht werden. Ein Servicezentrum für Studierende und Forschende und ein Studienlabor werden am Coesfelder Kreuz das Eingangsportal zu diesem neuen Forschungscampus Ost bilden. Das Universitätsklinikum Münster steckt in einem gewaltigen Ausbau- und Erneuerungsprogramm, wie sich bereits an der neuen, klaren Fassadengestaltung der sogenannten Bettentürme des Zentralklinikums ablesen lässt. Sie sind die weit sichtbare Landmarke der Wissensquartiere in Münsters Westen. An der Domarkstraße zeigen sich noch die Wurzeln der münsterschen Universitätsmedizin aus den 1920er Jahren. Für kurze Zeit war sie Teil des Innenstadtrings. Heute ist sie eine ruhige Sackgasse und grüne Allee. Die ansehnlichen Klinkerbauten werden bis heute von zahlreichen Fachkliniken genutzt. Vor der chirurgischen Klinik liegt auf dem Jungeblutplatz, der vom Boden als solcher kaum erkennbar ist, heute noch ein Hubschrauberlandeplatz. Das UKM hat Überlegungen vorgestellt, die Chirurgie zu verlagern und eine neue Landestelle zu bauen. Damit könnten sich neue Perspektiven für diesen Ort ergeben. An der Robert-Koch-Straße liegen ebenfalls noch einzelne medizinische Institute. Hier bewegt sich gerade so einiges. Das historische Krankenhausgebäude Hüffer Stiftung ist heute Sitz von Präsidium und Verwaltung der FH Münster und wird zurzeit generalsaniert. Es wird einen modernen Anbau bekommen. Die Gesundheits- und Sozialwissenschaften der FH werden benachbart einen kompletten Neubau erhalten. Diesen Hüffer Campus komplettiert die WWU mit ihrem neuen interreligiösen Campus der Religionen, in dem alle theologischen Einrichtungen gebündelt werden. Ein einzigartiges Vorhaben in der deutschen Hochschullandschaft. Diese beschauliche Gegend hinter dem Schlossgarten wird also bald wieder sehr viel mehr studentisches Leben sehen. Mit dem Botanikum, Haus des Studiums, entsteht dort am Botanischen Garten zurzeit ein neuer Magnet für alle Studierenden der WWU. Umso wichtiger erscheinen neue Wege in Münsters Westen.